So, dann herzlich willkommen zur Abendsendung von JFD Live Trading TV. Auch heute hatten wir einen sehr volatilen Handel im DAX und in den US-Indizes. Und den schauen wir auch dann gleich eben an, den DAX. In den Videos zuvor wurde immer auch wieder hier dieses Gap angesprochen, nachdem wir gestern einen Long Trade hier gestartet haben an der Unterkante des Trendkanals gestern. Da lief der Kurs exakt hin. Heute haben wir den Trend von Trendkanal temporär verlassen, um eben auch das Gap hier zu schließen. Und da aber diese zwei, ja, zwar nicht lehrbuchreichen Hammerkerzen, aber diese Kerzen zeigen eigentlich an, dass hier Kaufinteresse da ist. Und da wir hier wieder zurück in den Trendkanal gehüpft sind, könnte es eben morgen, sollte jetzt mal hier der Blick in den unteren Zeitebenen aufwärts gerichtet sein. Und auch weil die US-Indizes wichtige Marken zurückerobert haben und eben auch kurz, also vor Handels, ja, eine Stunde vor Handelsschluss, startete dort dann eben eine Aufwärtsbewegung. Also die Indizes haben nicht auf Tagestiefständen geschlossen. Hier ist eben anzuführen, dass vielleicht auch, weil hier der Xetra DAX knapp unter die 10.100er Marke gefallen ist, hier noch Stop-Loss-Orders lagen und dann den DAX nach oben, haben die Marktteilnehmer nach oben getrieben. Also morgen früh wären hier auf Kaufsignale in den unteren Zeitebenen zu achten und hier dann allen voran wäre dann eben für mich, aber die liegt eigentlich zu weit hoch, also hier eine Unterstützungslinie eben vielleicht von 10.185 einen Trade vielleicht wagen, sollte Japan und der Hang Seng und China nicht noch weiter zurückfallen, dann wäre hier eine Möglichkeit, 30, 40 Punkte weiter tiefer, wenn er der DAX aufmachen sollte, eine Möglichkeit, denn hier der Hang Seng, das ist jetzt auch nur eine Indikation von JFD Brokers, konnte die Marke bei 20.700 wurde angelaufen, aber hier eben auf Schlusskursbasis, beziehungsweise eben weil der Handel geht das dann morgen weiter, muss man eben hier achten, wo dann der Hang Seng schließt morgen. Bei im Nikkei könnte hier ein kleines Verkaufssignal oder ein Verkaufssignal aktiviert worden. Also hier dürfte der Kurs, der Index, also eher noch zur Schwäche neigen. Gold, hier lief ja ein Trade seit 1072. Lief heute definitiv gut, ist über 1%, 1,8%, 1,6% hatte Gold zugelegt und hat fast hier das erste Kursziel erreicht. Also hier könnte es natürlich kleinere Absacker geben und dann sollte es aber doch noch einmal zügig an die 1100er Marke ranlaufen. WTI lief hier ganz kurzzeitig optimal, lief dann hoch auf 35, nachdem es eben hier minimal das Tief unterschritten worden ist. Doch mit den Zahlen, die dann um 16.30 Uhr veröffentlicht waren, den Lagerhaltungszahlen, kam erneuter Abverkauf zustande. Und hier auf Schlusskursbasis ist dann hier, sind etwa 50 Cent Verlust. Das kann man aber hier verkraften. Also man war nur hier kurzzeitig long eingestellt auf und sehr antizyklisch. Bei der Apple-Aktie, ja, auch hier knapp unter der Schlusskursbasis Stopp gefallen, aber hier ist definitiv auch womöglich ein Ende und man ist vielleicht unglücklich ausgestoppt werden. Die Aktie werde ich weiter verfolgen. Definitiv exakt so gelaufen ist wie gewünscht. Die Sunwin-Aktie
Der Risikotrade ist exakt hier runtergelaufen in die eingezeichnete Unterstützungszone und lief dann hoch. 10% konnte man hier schon erwirtschaften. Also hier wären Teilgewinne möglich gewesen, schon zu realisieren, oder den Stopp nach oben setzen. Bei Goldman Sachs wird ein Verkaufssignal aktiviert. Da muss man wirklich beobachten, wie sich die Bankwerte weiterentwickeln. Also hier, ja, sieht es alles schon danach aus, dass hier eine Trendfortsetzung nach unten stattfinden kann. Die Amgen noch Aktie, die hielt sich noch hier in dem, ja, leicht bullischen Bereich auf. Das Verkaufssignal wurde hier noch nicht ausgelöst. So, danke fürs Zuhören und morgen werde ich dann näher wieder die US-Indizes besprechen, denn da könnte eben auch eine kleine Aufwärtsbewegung dann oder eine Gegenbewegung stattfinden. Danke und bis morgen.